Ja, Taro Leute, und willkommen wieder zu Treasure Island Dizzy. Wir haben 22 Coins schon gefunden von, ich glaube, 30 oder 50, weiß ich gar nicht mehr so genau. Und ja, wir haben die Axt rüber geholt und mit der wollen wir jetzt auch gleich mal loslegen. Würde ich sagen, nehmen wir die Axt mal mit und den Schnorchel. Den brauchen wir bestimmt auch. Und ich meine, mich noch erinnern zu können, dass wir die Brücke kaputt schlagen können. Und das versuchen wir jetzt einfach mal. Nämlich diese Brücke, wo ich schon mal hier an den lustigen Flammen draufgegangen bin. Ja, so geht's nicht. Dann muss ich hier... Nee. Oder muss ich hier genau? Ah ja, genau. Oh. Oh oh. Stacheln. Was haben wir hier? Oh, ein Coin. Sehr gut. Und da oben ist eine Schatztruhe. Cool. Oh. Ja, doch. Ich habe schon gedacht, man geht kaputt. Oh nein. Okay. Saublöd. Ich habe den Schnorchel falsch rum in meine Reihenfolge gelegt. Hätte ich erst wieder rausspringen müssen. Na gut, ja, und da sind wir schon wieder am Anfang, mehr oder weniger, weil wir es gerade wieder verbockt haben. Also, das Ganze nochmal. Den Schnorchel, die Axt und zurück zur Brücke. Ja, ist natürlich logisch. Ich muss dann einfach nochmal raus. Beziehungsweise, wie komme ich denn raus? Und muss das meine Ausrüstung anders legen. Also hier rein. Müssen wir auf die andere Seite schauen. Ah, okay, hier geht's wohl raus. Ah, da muss ich ja den Coin, hole ich ja eh gleich nochmal. Okay, so. Und so. Ah, sehr gut. Okay. Jetzt den Rubber Snorkel nach hinten legen. Und nochmal rein. Ah, und jetzt funktioniert nämlich das Ganze auch. Super. Kann ich einfach jetzt hier hoch. Und was ist das? Das ist Hookjaw's Treasure. Ja, die nehmen wir natürlich mit. Das könnte auch ein Gegenstand sein, den der Händlertyp vielleicht haben möchte. Ach, dann nehmen wir natürlich noch den Coin mit. So, und hoch wieder hier. Okay. Und hoch. Na. Oh, was war das denn? Oh, ein Blitz. Okay. Ja, und da sind wir schon wieder hier am Anfang. Und ja, der Blitz hat mich getötet. Und ich frage mich gerade wirklich, hä? Wie soll das denn gehen? Was soll ich denn da machen? Bin gerade so ein bisschen ratlos. Weil ich kann ja auch keinen weiteren Gegenstand mitnehmen. Oder, ach doch, vielleicht die Bibel als Schutz. Au, das probiere ich mal aus. Okay, dann nehmen wir mal Bibel, den Schnorchel und die Axt mit. Und machen das jetzt zum dritten Mal. Ey, wenn das nicht klappt, du, dann habe ich ganz schön viel eurer Zeit verschwendet. Aber ja, ich begründe ja auch immer... Oh, nee, das war ja ganz blöd. Das war ja ganz blöd, wenn ich jetzt nämlich die Brücke abgeschlachtet hätte, dann... Ach, komm, komm. Ich leg lieber alles auf die Seite. So. Also. Hier. So. Okay, das kennen wir schon. Jetzt einfach wieder raus. Mensch, das Spiel ist aber auch echt gemein. So. Okay, jetzt die Reihenfolge verändern. Rubber Snorkel, die Bibel, dann würde ich sagen, machen wir einfach so. Oder hätte ich vielleicht den Brandy mitnehmen sollen als Schutz? Nee, das kann ja eigentlich sein. Oder ein Blitzableiter vielleicht? Habe ich aber noch nicht. Oder irgendein Gegenstand. Die Bibel macht ja eigentlich Sinn. Die müsste mich ja beschützen vor sowas. Weil, ist ja klar, ich klaue ja gerade auch den Schatz, ne? Vielleicht ist da ja irgendwie mit einer Alarmanlage gesichert. Aber wenn das jetzt wieder nicht geht, oh je, dann müsste ich mal woanders weitermachen. Ah, doch, es geht, super. Oh. Also, den Schatz haben wir. Jetzt bloß nicht gegen das Feuer, genau. Und, jo, dann gehen wir doch mal mit dem Schatz direkt mal rüber. Beziehungsweise erweitern wir erstmal unsere Strandsammlung hier an Gegenständen. Mal die Bibel, den Snorkel und hier die das Ding. Dann nehmen wir das mal mit. Und die Flossen natürlich wieder. Na komm. Ey, nicht den Mist.
Also, Flossen, Schatztruhe, Schnorchel. So. Boah, da habe ich immer Schiss, wenn ich da rübergehe über den Fisch mit den Flippers, dass ich da versehentlich vielleicht auch drauf gehe. Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt das Dynamit, was noch unten war. Da weiß ich ja auch schon so ungefähr, was man mit tun muss. Also, dass man den Detonation Device dafür wohl benötigt. Und müssen wir nur noch überlegen, was wir denn hochjagen. Da hat man, glaube ich, bis jetzt gar nichts gesehen. Doch hinten, glaube ich, vielleicht, wo der Magic Stone war, war doch eine Höhle. Müssen wir mal schauen. Aber jetzt erstmal gucken, ob der vielleicht den Schatz mag. Oh ja. Ui. Wir haben schon das Boot bekommen. Das müssen wir gleich mal ausprobieren. Dehydrated Boot, also ein... Was? Dehydrated? Also eigentlich... Dehydriert kennt man ja, wenn man unter Wassermangel leidet. Ah, super. Mit Dizzy sogar drauf. Ach so, aber ich brauche wahrscheinlich noch einen Motor oder irgendwas. Na gut, dann Schnorchel. Die Flippers kann ich eigentlich hier lassen. Obwohl, die nehme ich wieder mit. Und Gegenstände hier kann ich ja eigentlich nicht mehr mitnehmen. Ich habe aber gleich alles. Wenn ich das Dynamit jetzt auch noch habe, dann ist eigentlich alles auf der Insel drüben. Ach, jetzt muss ich hier warten. Naja, ich warte lieber, bevor ich nochmal drauf gehe. Und ihr wisst ja, ich muss dann alles nochmal machen. Die Musik ist klasse, also deswegen. Ich habe die extra angelassen, weil ich die echt klasse finde. Vor allem noch so ein ganz toller Stereo-Effekt. Ich weiß gar nicht, ob man das hört. Also auf der linken Seite ist, glaube ich, dieses... Und auf der rechten ist eigentlich dieser komplette andere Beat. Das war früher auf dem Amiga üblich so, dass man eigentlich die Sachen zwischen linken und rechten Kanal aufgeteilt hat, um so ein Stereo-Gefühl zu faken. Beziehungsweise einfach, um so ein bisschen mehr Raumklang wahrscheinlich auch reinzubringen. So, Dynamit. Legen wir auch mal hier vorne hin. Was brauche ich denn Brandy? Da ich jetzt erstmal nicht ins Wasser gehe, nehme ich mal das Dynamit und den Brandy mit und schau mal, ob ich hinten was mache in diesem... Ja, diesem Wald nochmal. Und den Pogo-Stick, ja, was mache ich mit dem Pogo-Stick? Da erinnere ich mich auch überhaupt nicht mehr dran. Oh, ich habe schon gedacht, ich werde gleich wieder vom Blitz erschlagen. Ach ja, und irgendwann muss ich mir hier diese lilane Biene da oben noch holen. Die gibt auch noch eine Münze, wenn ich darauf springe. Aber erstmal muss ich jetzt aufpassen, wo die ganzen Fallen waren. Hier war, glaube ich, eine. Oh, da unten ist ein Coin noch, sehe ich gerade. Nee, hier ist keine Falle. Ich sage nur mal hier hoch. Ah, genau. Hier war... Hier ging es hoch. Ah, genau. War nicht hier dieses Detonation Device eigentlich? Ach, da oben. Sehr gut. Nehmen wir gleich mal mit. Aber hier oben gab es nichts mehr, oder? Nee, ich glaube nicht. Höchstens vielleicht hier hinten. Oh, bitte. Jetzt lass mich nicht in eine Falle oder so reinspringen. Nee, hier ist auch kein Coin. Das sieht irgendwie noch komisch aus hier. Aber da kann ich nichts machen. Tja. Diese Fallen sind mir alle nicht so geheuer. Hier hinten vielleicht noch. Gucken, kommt man da hoch? Nee, da kommt man nicht hoch. Aber außenrum geht's. Na egal, wie dem auch sei, wir machen erstmal eine kleine Pause und natürlich mehr Dizzy dann beim nächsten Mal. Bis dann.